So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge World of Warcraft Classic. Maraudon, nach wie vor unterwegs, Richtung Endboss mittlerweile auf dem Weg. Ein, zwei Bosse kommen noch, aber dann haben wir es eigentlich im Großen und Ganzen und sind dann schon durch. Also, super Gruppe, super einfach eigentlich. Der Heiler guckt nebenbei irgendwelche Netflix-Videos, können wir vorstellen. Der dürfte fast eine komplette Serie durch haben. Und sonst, wir sollten nicht ein einziges Mal viben. Also es müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass wir viben. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Es läuft echt sehr, sehr gut. So, leider noch kein einziges Item bekommen. Aber immerhin, naja, ein bisschen mehr als ein Viertel Level haben wir bereits gemacht. Oh, nächster, nächster, nächster. Tanken selber auch, ich könnte auch nebenbei eigentlich ein paar Videos gucken. Es war schon schwerer. So, ich glaube... Mich würde mal interessieren, wo er hier ist. Ja, bitte. Ja, ich will den Tüftler. Der hat nämlich das Schild. Das Schild hätte ich gerne. Und die Schusswaffe ist auch nicht schlecht. Falls ihr der Dings nicht haben möchte. Okay, der Tüftler ist dann hier hinten. Cool, wir sehen tatsächlich die komplette Instanz. Hätte ich nicht damit gerechnet. Sehr, sehr schön. Und der Druide kennt sich echt... Achso, ich mag ihn. Er kennt sich super aus. Der muss hier schon öfters drin gewesen. Schild. Zwar int, aber besser als meins. Chami Pala Schild. Ja, das ist wohl richtig. Ja, aber es ist trotzdem besser als mein Schild. Wo ist er denn? Na, warte mal, jetzt kommt hier erstmal die Putt. Oh, ist das so weit? Oh, ist der ganz da unten? Das überlege ich mir, glaube ich, nochmal. Sollen wir den auslassen? Tö, damit er noch weniger auf die Nase kommt. Ja, richtig. Ja, wir könnten prinzipiell können wir noch weglassen. Ich weiß nicht, müssen wir echt ganz nach da unten? Ich glaube, der steht hier hinten. Das wäre echt weit. Und jo. Und jo. Boah, diese kleinen Gegner antanken. Es gibt echt nichts Nervigeres als das. Gut, es gibt auch Erfahrungspunkte. Können wir hier runter? Nur irgendwas. Okay. Wie immer einmal ein Rüstungsreisen drauf. Hallo? Ah, Stille, ich kann nicht spotten. Ah, jetzt habe ich es wieder. So, nächster. Und einmal so durch. Sind zwar vier Stück, aber ist trotzdem. Ja, nicht schwer. Okay, dann. Ja, gut, dann gehen wir halt schnell hier unten lang. Aspekt. Ah, richtig. Aspekt wäre noch gut. Pariert. Macht benommen, ist für den Kampf nicht schlimm tatsächlich. Wenn Aspekt an ist, allerdings kriegt man immer eine Benommenheit. Also, dass man langsamer läuft. Wie gesagt, für den Kampf ist es relativ uninteressant, aber fürs Laufen ist es nervig. Also, gerade wenn sich irgendeine Klasse bewegt. Ich bin ja mehr der, der sich irgendwo einbetoniert und da dann stehen bleibt. Ist er echt ganz da unten? Ja. Oder?
runter? Nenne ich da stehen irgendwo? Können wir runter? Wir müssen sie eh mitmachen. Abgesehen davon. Gesehen. Es ist, glaube ich, ganz okay. Es geht ja relativ zügig vorwärts. Gut, wir sind jetzt hier drin. Gut, anderthalb Stunden dauert es allerdings schon, auch wenn man sehr gut durchkommt. So, komm mal hier. Er hier zuerst. Nee. Hä? Wo ist er denn? Geht er hier unten? Ich hoffe. Also, wenn er jetzt noch ewig weit weg ist, dann wäre es natürlich auch scheiße. Aber ich habe die Hoffnung, dass nicht. Bis ich einmal durch bin, ist zwar der eine fast tot, aber ich habe zwischendurch die Akku verloren. Oh, nächster. Na, ach so, die blöde Stille. Immer wenn ich meinen Schlachtruf mal machen möchte, was ich eh viel zu wenig mache, habe ich Stille. Ah, guck mal, da kommt noch eine Putt. Hä, von beiden? Wie hat sie das geschafft? Erstmal ihn hier, bitte. Und dann ihn hier. Ich muss tatsächlich rennen. Na, da. Da geblieben. Okay, ihn hier. Boah, dieses Stunne. Ah, ausweichen. Logisch. Da geblieben. Okay, das Quadrat erkennen sie nicht an. Du musst tatsächlich Totenkopf setzen, glaube ich. Ah, ich bin gestunt. Da geblieben. Das ist in der Herre, ne? Habe ich Immunität. Jetzt habe ich alle. Ja. Ihn hier nochmal. Ihn hier nochmal. Und immer schön looten während des Kampfes. Logischerweise. Ja, mit gutem Beispiel voran. So, wo ist denn dieser blöde Gnom? Da! Bingo! Ja, dann haben wir es Gott sei Dank gleich. So, kurz Healer, braucht kurz Mana. Und dann geht's weiter. Boah, das war jetzt aber, das ist Umweg von, ja, 10 Minuten fast. Olle, die Waldfee. Ich könnte nebenbei auch mal wieder was essen, dass meine Ausdauer noch mal ein bisschen hochgeht. Mein Essensbuff ist schon wieder ausgelaufen. Was heißt schon wieder? 15 Minuten ist lang her. So, sehr schön. 3489 Leben. So muss das sein. So, alle voll. Und jetzt habe ich alle. Sehr schön. Diesmal ohne Akkuverlust. Nächster. Ah, weil hier... deswegen verliere ich da die Akku. Kein Wunder, wenn hier alles zugedottet wird. Man sieht fast nichts vor lauter Leichen. Cool. So, Bossi Bossi. Den haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient, muss ich sagen. Ziehen hier zu uns. Oh, was kann der? Ich kenne ihn, wirklich gar nicht. Er fährt für 10 Sekunden. Okay.
Ah, okay. Was für 10? 10 Sekunden ist aber lange. Das ist wie 10 Sekunden. Richtig. Okay, ja, gerne, ich kann pullen. Kurz Mana regenerieren bei der Schattenpriesterin. Soll sie sich einmal ganz voll machen. Gun incoming! La 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 la. Hallo! Man kann ihn dann. Ach cool! Mini! Ein Mini-Tüftler! Guck mal, man kann ihn dann immer noch so ein kleines bisschen locken und ziehen. Ah, guck mal, der macht tatsächlich Area-Schaden nach vorne. Damage! So, Schildschlag. Danach klaut einem niemand mehr die Akku. Oh. Oh, der Jäger, der wird halt aber, der wird richtig ausgestattet, oder? GZ-Jäger. Ui. Ja, GZ-Jäger. Macht der Ding? Happy Day für Hunter. Ich bühne mal so frei. Ja, logisch. Ich nehme das Ding nur zum Tanken. Da reicht auch meine andere. Alter, heute ist echt Jägertag. Der hat ja einmal komplett neu. Ab jetzt seid ihr dran. Ich glaube ja. Einmal alles neu. So, mal gucken, ob die Dame hier vorbeikommt. 47, doch ist vorbeigekommen. Bin noch der Jäger. Mit Pet, sehr schön. So, jetzt. Ich will nichts. Ich will was, aber ich krieg nichts. So, wir kommen jetzt noch zum Erdrutsch. Das ist der nächste. Da hoffe ich tatsächlich auf den Kopf. Der Kopf wäre geil. Der Kopf wäre geil. Ah ja, stimmt, hier droppen auch epische Items wieder. Hier beispielsweise Schattenzauber ist für den Schattenpriester das Nonplusultra-Item. So, eine Putt dürfte hier... Da oben ist eine Putt, aber die hier nicht. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Gegnern so langsam, wie man sieht, wo es auch knackiger wird. Müssen wir da hinten lang? Ich glaube nicht. Aber die Trompete. Ja, schauen wir mal. Also, jetzt kommen hier diese Felselementar. Ganz oben ist noch ein Felselementar. Und hierhin geht es dann tatsächlich schon zu der Endboss-Tante. Wir machen aber oben den Felselementar auf jeden Fall noch mit. Wir haben jetzt dann haben wir tatsächlich die komplette Instanz einmal durch, von oben bis unten. Ach. Wieso kann er bluten? Der ist so aus Stein. Der Rest. Sämtlicher Stein kann nicht bluten, aber der Stein kann bluten. Interessant. Er legt das fest. Ich möchte mit dieser Person bitte reden. Oh, ich tanke auch mal, oder versuche zumindest mal die Kleinen auch irgendwie zu tanken. Wenn wir der Große beinahe abgehauen. Hier tropft gleich erstmal die Jägerhandschuhe. Es stimmt. Ah, das ist die, also der Jäger, der... Der freut sich seines Lebens. Oh. Oh, die habe ich gerade ignoriert. Sorry. Na komm. Tada. Hat er nötig. So ist es. So. Ah, hier übrigens. Die Steine können nicht bluten. Kennt einer den Unterschied, wieso der eine Stein bluten kann und der andere Stein nicht bluten kann? Wäre mal interessant. Guck mal, Loot. Loot. Mein Nummernblock war schon wieder deaktiviert. Okay, das müsste reichen, glaube ich. Wir werden sowieso noch gegen zwei von denen kämpfen müssen, aber selbst zwei. Naja. Ihr wisst's ja. Boah, ich bin mal gespannt. Kurzer weiterer Ausflug zu den nächsten Folgen, während ich hier nebenbei tanke. Der Tempel von Altal Hakka.
ist unsere nächste Instanz. 50 bis 56 ist hier vorgeschlagen. Der Endboss hat Level 55. Das habe ich mir bereits von Gildenkollegen sagen lassen. Das heißt, mit Level 51 ist er orange und für mich ohne Probleme tankbar. Beziehungsweise mit ein bisschen Aufwand, aber relativ gut tankbar, würde ich mal sagen. Und das heißt, mit Level 51 geht es dann ab in den Tempel auf jeden Fall. Freue ich mich schon sehr drauf. Habe ich nämlich schon viele, viele Quests. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Hier, 4 Quests habe ich schon mal. Die wir nämlich machen können für den Tempel. Und es kommt noch was dazu. Und auch itemtechnisch. Tempel, sehr schön. Also wir können viele schöne neue Items bekommen. Ich hoffe zum, dass wir so viele neue Items bekommen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Machen wir auf jeden Fall den Tempel mit. Und dann ist es tatsächlich nach dem Tempel, wird schon soweit sein, dass wir dann die Blackrock-Tiefen haben. Und in den Blackrock-Tiefen, wir haben 2 Milliarden Bosse in den Blackrock-Tiefen stehen. Mega, mega coole Instanz, mega groß. Wir werden da auf keinen Fall alles machen können. Wir werden öfters, also Blackrock-Tiefen, Minimum 5-mal. Und die ersten T-Teile müsste es dort an eigentlich auch schon geben. Beziehungsweise Onyxia Vorquest und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich die ersten T-Teile. Und hier sowas. Iron Fawn Hammer. Und unglaublich geiles Zeug. Wirklich unglaublich geiles Zeug. So, Priester voll. Den hier mal bitte zuerst. Es kommen beide. Und hier hinten dran steht dann schon der Boss. Ich positioniere das immer trotzdem so. Ich habe immer Angst, dass sie mich runterkicken. Dreimal Rüstungsreißen, Rache, na, Widerstand, viermal Rüstungsreißen, sehr schön. Die sind übrigens so groß, dass man nicht mal den Totenkopf sieht. Boss auch relativ easy going. Der schubst tatsächlich einen zurück, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen steht er auch hier hinten. Ich hoffe, das weiß jeder, nicht, dass hier irgendwo einer runterfliegt, weil wenn man hier runterfällt, ist man tatsächlich maus. Ah, guck mal, Loot. 16 Silber. Und ich weiß immer noch nicht, wieso die bluten können und der Rest nicht. Oh, ich brauche auch mal bei 2 Stück. Hier bei 2 Stück wird es heilungsintensiv. So, Endboss, Erdrutsch. Also der Kopf wäre super. Der Rest ist... Ja, stellt 50 Mana wieder her. Damit würde ich mich lächerlich machen. Ist ein Paladin-Item. So, einmal voll bitte. Und dann einmal hey ho, let's go. Ich will auch irgendwann mal zum Ende kommen. Wir sind jetzt echt schon lange hier drin, aber dann haben wir haben komplett Mauerdon gemacht. So, ich stelle mich mal nach hier. Wie gesagt, ich werde nach hinten gekickt. Und so fliege ich nicht allzu weit. Und es kommen auch, ich glaube, kleine Elementare kommen. Und, achso, Akku-Reset gibt es übrigens auch. Ja, ich bin, ja. Hallo, hallo, danke. Was will das Huhn hier? Hilfe, ein Huhn! Hä? Ah. Okay, die waren zu weit weg. Ah, das hat sie nicht mal mehr... Natürlich, in Schildern geführt. Ach. Es ist... Ich kriege hier kein Item. Ich will auch was. Ist das gemein. So, wir haben jetzt eigentlich nur noch die Faulschnapper haben wir noch. Ja, und der hat allerdings nichts für uns. Die 2-Achse ist schlechter als meine, die ich mir jetzt gekauft habe. Die Prinzessin hat... die Beine wären geil. Der Ring wäre geil. Ring und Beine wären geil von der Prinzessin. Der Rest ist nicht relevant für mich. So, Putt. Schon markiert, mein Freund. Schon markiert. Okay, die Putt lassen wir erstmal durch. Wir machen erstmal die hier und dann die Putt, glaube ich. Außer die rennen hier weit raus. Dann kann ich so pullen, aber guck mal, wie weit sie rausrennen. Okay, nicht weit genug auf jeden Fall. Hey ho, let's go. Hallo? Ah, jetzt hat's noch. Nein, da geblieben. Das passiert übrigens, wenn ich nicht gleich zum Antanken komme. Was mit ihm hier? Macht der Ferien? Ich
hier als nächstes, bitte. Da, sobald... Das Problem ist tatsächlich, sobald ich den ersten Schlag nicht machen kann, wird es schwierig. Oder schwieriger. Naja, man wächst mit seiner Herausforderung, heißt es. Ich bin 1,94. So, okay. So, jetzt dann die Putt. Oh, cool. Man kriegt immer sofort Aspekt. Sobald nichts passiert, kriegt man Aspekt. Das ist auch cool. So, jetzt geht's noch zur Prinzessin. Noch paar Truppen, Trash-Gruppen vor uns, aber nicht viele. Wo sind die Putt hin? Da kommt sie. Machen wir erst die Putt, dann kommen noch dreimal die Zweierriesen und dann haben wir ganz hier hinten steht die Prinzessin bereits. Wo ist denn hin? Hä? 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 Ah, da hinten. Ah, okay. Ah, die läuft gerade erst zurück. Ihn hier bitte. Okay, da Steine bluten können. Dass diese Steine bluten können, können ich auch auf beide Blutungseffekt drauf haben. Dauert eine Weile, bis sie wieder kommen. Ja. Ich habe es nur leider falsch gesehen. Ich habe gedacht, die kommen gerade nämlich wieder zurück. Okay, so lange können wir tatsächlich die beiden hier machen. Kann mal ein bisschen mit Schildblock arbeiten. Ich glaube, der Heiler ist auch froh, wenn er mal was, ein bisschen was zu tun hat. Die hauen schon, hier, die machen schon andere Schläge. 220er hauen die mir rein. Der Rest haut mir alles so 20er rein. Aber hier 18, wenn ich Schildblock aktiv habe. Und es auch geblockt wird. So, jetzt dann die Putt. Oh, Heiler hat zu tun. Ah, da kommen die Putt. Nimm ihn hier mal zuerst. Wahrscheinlich schon eingeschlafen mittlerweile. So, Stun, Befehl, pariert, yes. Warte noch rechtzeitig. Übrigens auch Schlachtruf macht einen gewissen Teil Akku. Zwar nicht so viel wie Demoralisierungsrufe, aber ein bisschen Akku tatsächlich. Aber mit Rüstungsreisen kommt man trotzdem noch am besten vorwärts. So, hier einmal, da einmal. Oh, der Druide darf es behalten. Geh gleich tot, bis ich hingerannt bin, ist das Ding normalerweise hin. So. Oh, Elementar Erde. Aber ich glaube, die war gar nicht so viel wert. Tatsächlich. So, kurz Healer auffrischen lassen. Boah, gut, dass ich die größeren Taschen... Also mittlerweile, ich habe mir 12er Taschen machen lassen von einem Gildenkollegen. Zwei Stück, die 14er Tasche habe ich tatsächlich gefunden. Und die 14er Tasche haben wir bekommen bei einer Quest. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr wart da sogar dabei, glaube ich. Wo ich die gekriegt habe. So, Healerin ist voll. Das reicht mir, ehrlich gesagt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das Schrumpfen ist cool. Schrumpfen übrigens ist eine Ingenieursfähigkeit. Also es gibt ein Ingenieur-Item, was Gegner schrumpfen lässt und die Angriffskraft von denen extrem senkt. Hier, Schrumpfstrahl. Vielleicht als kleine Info für die, die es interessiert. Wieso die auf einmal schrumpfen. Hält aber auch nicht ewig an. Immobilisierungsruf. Haben wir die Stun? Oh, tatsächlich. Okay. Sind sogar stunbar. Gut, die nächsten Heilung ist noch voll. So, hier hinten ist die Prinzessin. Da hinten sieht man die Prinzessin. Ist übrigens das fetteste und hässlichste Monster, was es gibt in dem ganzen Spiel.
Die machten 4 mit einer Version von Erdbeben. Ist nicht wirklich tankbar tatsächlich. Das wird es lustig. Also man kann die Akku bei der nicht halten. Das funktioniert nicht. Ich mache einen Akku-Reset und hau die ganze Zeit die Leute durch die Gegend. Ich werde hauptsächlich tatsächlich mit Schrott arbeiten dürfen, glaube ich. Wird auf jeden Fall interessant. Aber ist an und für sich ist es nicht das große Problem. Der Schaden hält sich eigentlich bei ihr in Grenzen, den zu machen. Können wir noch mal stunnen? Ja, oder? Ich will es ja der Heilerin so langweilig wie möglich gestalten, das Ganze. Unsere Schattenpriesterin hat leider keinen Mana mehr. So, und tatsächlich ein halb, ja, mit den Quests abgeben, ein bisschen mehr als ein halbes, wenn ich die ganzen Quests abgebe, ein bisschen mehr als ein halbes Level tatsächlich, was wir gemacht haben in der Instanz. Ist jetzt für 2 Stunden Arbeit, geht eigentlich tatsächlich sogar. So, Prinzessin. Ja. Schauen wir mal. Ist, wie gesagt, halt nicht wirklich tankbar. Hier ist übrigens Szenarios, der Sohn von Szenarios. Man sieht ja schon das Geweih. Ich hab's ja in der ich hab's ja vorgelesen, worum es geht. Werden wir jetzt auf jeden Fall auch machen. Falsche Instanz. Hier, Prinzessin. Das mit der Biole können wir nicht machen. Und Schattensplitter. Habe ich keine Ahnung, wo man die herkriegt. Ja, gleich 2. Okay, hey ho, let's go. Zieh die so ein bisschen, weil, wie gesagt. Ach, die ist die. Ach, die kann nicht bluten? Ernsthaft? Ich glaube tatsächlich nicht. Was ist denn hier los? Also, wie gesagt, die macht jetzt 4. Das ist ein Akku-Reset. Und ja, dann macht sie Erdbeben. Deswegen ist es ein. Darf man hier nicht runterfallen an der Seite. Aber. Ja, sie ist tatsächlich mega problematisch zu tanken. Oh, die rennt schon wieder weg. Nicht weg von mir rennen. Nicht. Immer zum Tank rennen. Niemals zum, vom Tank wegrennen. Merkt euch das bitte. Niemals vom Tank wegrennen, immer zum Tank rennen. Er wird sich immer den Boss holen, wenn er kann. Das Problem ist, wenn er hinterher rennen darf. Wie ich gerade. Dann wird es nämlich nichts. So. Schildschlag. Schild. Aber Schildwall. Aber ja, es geht eigentlich. Tatsächlich den Hauptdamage macht dieses, dieser E-Effekt hier. Der wird, je weiter man von ihr weg ist, desto geringer wird dieser Schaden übrigens. Aber, egal. Beides. Ja, Mann! Ja, Mann! Beides Need! Beides Need! Hunter und Tank. Angriffskraft, Ausdauer, scheiß drauf. Das ist beides für mich. Ich nehme beides. Oh, geil. Wir haben noch was gekriegt. Krieg ich auch den Ring? Elementargamaschen. Oh, sehr schön. Oh, die hauen mich. Boah, die hauen mich weit davon. Jetzt nur meine Schuhe und alle sind glücklich. Den Ring würde ich auch nehmen. Nee, nimm, ich hab den schon. Keine Ahnung. Hier ist der Szenarios. Ich grüße euch, Mensch. Der hat übrigens eine Quest, die ich nicht kriege. Fragt bitte nicht nach. Nutzt ihr dir was? Tank? Ja. Ja, ich habe Billigring. Danke. Der bringt mir tatsächlich was, weil 6 Ausdauer, 20 zu Angriffskraft. Ich habe hier noch einen Ring mit 5 zu Ausdauer, 13 Beweglichkeit. Ich werde den mit 9 Ausdauer höchstwahrscheinlich behalten. War mir schon unangenehm. Super Gruppe hat Spaß gemacht. Gut, das war's. Questabgabe würde ich, glaube ich, tatsächlich offline machen. Also wir kriegen hier nichts, was uns was. Gut, das Schwert bringt uns, glaube ich, was. Das ist, glaube ich, besser als meine 32, 35. Ja, das Schwert würde ich dann zukünftig nehmen als Tank-Item. Für die Hand.
Ach so, stimmt. Ach so, wir müssen noch runter. Richtig. Einen Boss hätte ich jetzt beinahe ignoriert. Es gibt ja noch so ein Krokodil, was hier unten rumschwimmt. Hat sich jemand weggeportet? Nö, alle da. Okay. Ja, man kann hier runterspringen. Und kommt dann noch zum Krokodilboss. Der schwimmt hier unten in diesem großen Becken rum. Sollte passen. Hey ho! Wie komme ich eigentlich als Nicht-Dual durch Feelwood? Jo. Dieses Krokodil schwimmt hier tatsächlich. Ah, guck mal, da hinten ist es. Hey! Mein Totenkopf! Man muss nur aufpassen, dass man eigentlich diese Hydras nicht noch mitpullt. Ich glaube, das geht. Ach, guck mal, hier hinten ist eigentlich Platz. Ich glaube, der kickt oder viert, glaube ich, auch ein bisschen. Tatsächlich. Er ist auf jeden Fall kacke zum Tanken, weil ich eigentlich eben dem Ding drinstehen muss, um richtig zu tanken. Also das ist doch so ein kleiner Faulschnapper. Faulschnapper ist nichts für mich. Haben wir irgendwo Ed? Nee. Alles gut. Aber danach sind wir tatsächlich durch. Pet hängt fest. Egal. Seh tot. Tod ist tot. Oh, eine Schlie. Ernsthaft? Er kriegt noch seine Schuhe. Lol. Das echt nur noch. Also der Hunter hat alles gekriegt. An Items, was es gibt. Fast ertrunken vor Schreck. Ja, das passiert. So, jetzt sind wir aber durch. Ja, ein Hunter-Trauma. Das kenne ich. Habe ich auch. Wie, nee. Wir sind durch. Ich mag die einfach. Vielen Dank an alle. War super. So, raus teleportieren. Danke für den Run. Wirklich gute Truppe. Ja, mega cool. War super entspannt. Super einfach. Super problemlos. Oh, so müsste. Wenn so jede Gruppe wäre, wäre die Welt tatsächlich ein besserer Ort. So, vielen herzlichen Dank, Freunde. Es war mir eine Ehre. Ja, ich bin in Tanaris gelandet. Ich werde die Quest, glaube ich, offline abgeben, dass ich noch das halbe Level voll bekomme. Wir werden nur die Waffe hier austauschen, höchstwahrscheinlich. Ich bin noch am Überlegen, weil mir dann der Donnerknall fehlt. Gucken wir mal. Aber wahrscheinlich tausche ich die Waffe tatsächlich aus. Sonst, wir haben jetzt hier noch fertig. Die haben wir noch fertig. Da haben wir. Schultern 341er. Übrigens, aus irgendeinem Grund kriege ich die Items nicht verglichen mehr. Ich weiß nicht wieso. Nehmen wir am besten Schultern. Okay, Schultern werden nicht ausgetauscht, das einzige wäre die Waffe. Das war's mit Mauradon. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ich versuche eine Questfolge einzubauen. Versprochen. Bis zur nächsten Folge bei World of Warcraft Classic. Macht's gut.